Thomas hat das Bier nach unten gestellt von der Party. Ich lasse es stehen, ist ein Radler, könnt ihr sehen. Und Prost! Ja, Thomas Kuhnhen, 50 Jahre, Freie Wähler Korbach. Sie hießen mal FEG, also Freie Wählergemeinschaft, inzwischen Freie Wähler. Und wichtig und richtig, eigentlich der Zusammenschluss, weil man, ich sag mal, damals mit den drei Parteien, die die große Politik bestimmt hat, auch in den Kommunen nicht so ganz mehr zufrieden war und eigentlich Politik für den Bürger auf kommunaler Ebene machen wollte. Hat sich heute ein bisschen geändert. Die Freien Wähler wären gerne auch im Landtag vertreten, aber nach wie vor ist ja das Kommunale immer noch das Hauptfund, mit dem ihr wuchert, ne? Ja, da kann ich genau schon mit einfangen. Wir sind 50 Jahre alt geworden, aber ich selber bin natürlich nicht bei der Gründung dabei gewesen. Aber die Idee aus der Kommune, also von unten nach oben Politik zu machen, steht bei uns im Vordergrund. Etwas anders wie bei den Parteien, wo oft auf Bundesebene was entschieden wird, was dann nach unten in der Kommune umgesetzt wird, sind wir eigentlich so, dass wir sagen, regional geht vor und dann, um Informationen zu bekommen, natürlich auch mal die Idee, nach oben in den Landtag zu gucken. Aber prinzipiell bleiben wir vor Ort, bleiben wir in der Stadt. Nun, das hat der Kai Schumacher in seiner Rede, aber auch du in deiner Rede nicht so angesprochen. 1972 für die Bundesrepublik ein ganz gravierendes Ereignis, nämlich die Gebietsreform. Ja. Die bei den Bürgern für ziemlich Frust gesorgt hat, weil auf einmal in den Großgemeinden, oder man muss anders sagen, in den ehemalig selbstständigen Gemeinden war die Sachpolitik der Bürgermeister ehrenamtlich. Man gehörte zwar zu einer Partei, aber eigentlich ging es ums Dorf, ums Städtchen, wie auch immer. Und mit der Gebietsreform wurde das auf einmal anders. Da stand die Parteipolitik im Vordergrund. Das war ja die Stunde der Freien Wählergemeinschaften. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wichtig ist der Bürger vor Ort. Richtig, aber ein ganz gravierender Unterschied hat sich ergeben. Früher musste man vor 72 in eine Partei eintreten, die ein klares Parteiprogramm hatte. Und jetzt konnten auf einmal Bürger frei, wie die Freien Wähler auch sind, unabhängig sagen, ich möchte meine Meinung vertreten in der Politik, ich möchte aber nicht in irgendein gewisses Schubladensystem einsortiert werden. Und genau das hat sich bis heute hat Bestand, dass bei uns von den verschiedensten Sachen, von Landwirten, von Beamten, von Polizisten, alle zusammengekommen sind und jeder für seinen Bereich die Politik macht und eben nicht von oben, wo die SPD oder CDU oder andere große Parteien was vorgibt, was man danach nicht ausbrechen kann. Also das ist schon der große Unterschied und da, glaube ich, bieten wir vielen Menschen eine Heimat, die sonst politisch sich vielleicht gar nicht engagieren würden. Wenn man, wie bei vielen politischen Organisationen, ist es natürlich auch bei den Freien Wählern problematisch, Nachwuchs zu bekommen. Wie sieht es bei euch aus? Oh, bei uns sieht es sehr gut aus. Unser Altersdurchschnitt liegt ungefähr bei 40 Jahren. Das ist für eine politische Vereinigung relativ jung. Ja. Wir haben gute Nachwuchskräfte, wobei wir etwas auch da wieder anders sind. Unser Motto ist eben anders sein. Wir haben keine richtigen Jugendorganisationen, wo die Jugendlichen organisiert sind, sondern bei uns können auch schon 18-, 19-Jährige in den Vorstand der Erwachsenenpolitik und müssen sich nicht erst jahrelang mit der, ich sag mal, jungen Partei erstmal beschäftigen, sondern bei uns haben auch junge Leute, unser jüngster Stadtverordneter letztes Jahr bei 21 bei der Kommunalwahl, war 18 Jahre alt. Ja. Und das ist, glaube ich, mal ein Statement, wo man erstmal sagen muss, Hut ab, Chapeau. Einige Bundesländer haben das Kommunalwahlrecht, auch das Landeswahlrecht auf 16 Jahre herabgesetzt. Hessen zickt da noch so ein bisschen und ziert sich. Wie stehen denn die Freien Wähler jetzt hier lokal, kommunal dazu? Also wir würden es begrüßen. Es gibt viele 16-, 17-jährige junge Menschen, die Politik interessiert sind. Vielleicht auch mehr wie 25-Jährige. Und jeder, der interessiert an Politik ist, egal welcher Meinung, sollte die Möglichkeit haben, sich zu kommunizieren, sich darzustellen. Und da bieten die Freien Wähler natürlich für alle eine Heimat, egal in welche Richtung es da geht. Jetzt ist der Bürgermeister hat in seiner Rede gesagt, Korbach nicht nur Kreisstadt, sondern hat natürlich auch einen großen Dunstkreis, sprich Ortsteile,
ich weiß gar nicht wie viele. 14. 14, also von ganz klein bis relativ groß, von ganz dicht an der Residenz bis ganz weit weg. Und die einzubinden, ist das schwierig für die Freien Wähler? Prinzipiell ist es schwierig, weil wir haben 14 Ortsteile und bei 14 Ortsteilen ist es immer schwierig, allen gerecht zu werden. Aber wir als Freie Wähler fahren ungefähr pro Jahr 3 bis 4 Ortsteile an. Das heißt, wir kommen eigentlich bei jedem Ortsteil in einer Wahlperiode von 5 Jahren 1 bis 2 Mal vor Ort, unterhalten uns mit dem Ortsbeirat, gucken, was in dem Ort gemacht wird. Und wenn man den Ortsbeiräten und Ortsvorstehern glauben darf, sind die Freien Wähler damit absolute Spitze und auch einzigartig unterwegs. Wenn, wurde ja angesprochen, in den 50 Jahren haben damals FEG, heute Freie Wähler, etliches aufs Tableau gebracht an Vorschlägen. Und wenn man das heute in die STAFO, in die Stadtverordnetenversammlung einbringt, dann stehen die Freien Wähler mit breiter Brust auf und sagt, ja, das haben wir vor 15 Jahren schon gesagt. War man da ein bisschen der Zeit voraus? Das könnte man genauso wiederholen, da hast du richtig gesagt. Wir waren in vielen Dingen unserer Zeit voraus. Wir haben zum Beispiel vor knapp 15 Jahren dafür gekämpft, einen Wohnmobilstandort zu kriegen. Und 2021, also gut 10, 12 Jahre später, wurde erst eröffnet. Ja. Das heißt, auch da waren wir unserer Zeit voraus. Wir haben auch andere Dinge angestoßen, wo man sagt heutzutage, es wäre schön, wenn man das früher umgesetzt hat. Aber manchmal ist der Zeitpunkt nicht entscheidend, sondern dass es überhaupt passiert. Und manchmal dauert es bei den anderen Parteien, und wir sind nun mal eine Demokratie, etwas länger, die anderen auch zu überzeugen. Und manchmal verkaufen sie es als ihre Idee, aber das kriegen wir dann schon wieder gerade gebückt. Jetzt sind wir eine Touristenregion. Auch Korbach als Kreisstadt hat ein bisschen was zu bieten. Die Geospalte, Bonhagen-Museum, schöne Altstadt, etliches. Aber auf den Ortsteilen sieht es oft mal ein bisschen mager aus. Die wollen, können aber nicht so richtig. Jetzt war ich gestern in Giebrichhausen und habe mit dem Kreislandwirt ein schönes Interview gemacht. Die haben eine kleine Trekkingstation aufgebaut. Halbe Gartenhütte quasi mit einer Bank drin, ein kleiner Kühlschrank, Strom, Selbstversorger, also Geld in die Kasse. Und das am am Diemelradweg. Also wird total gut angenommen und frequentiert. Ein Bio-Hühner-Eierzüchter packt da seine Eier auch noch in den Kühlschrank, geht auf Vertrauensbasis, kleine Snacks. Wäre das was, gerade jetzt, wo auch hier der Kreis vermehrt, auch die Kreisstadt vermehrt die Radwege ausbauen will, Radtouristen ist ganz groß, dass man das in die Ortsteile bringt und die Freien Wähler sagen, komm, lass uns das doch mal angehen. Ja, da sieht man, wir in Lelbach zum Beispiel haben 2 Eierautomaten und einen Fleischautomaten, wo man jederzeit 24 Stunden Tag und Nacht hin kann und sich Eier, Grillsachen und so weiter für direkt holen kann. Das Gleiche gibt es in Eppe und in manch anderen Ortsteilen. Wir haben teilweise natürlich auch sehr viele Grillhütten, Grillmöglichkeiten. Also ich glaube, das Angebot ist schon da. Wir haben da eher das Problem. Aber für den Radfahrer, der am Hauptradweg langfährt, der findet das erstmal nicht, der muss suchen. Ja, da kann ich kurz zu sagen, wir sind gerade an der Entwicklung des größten Radbahnnetzes in ganz Europa, den Green Trail. Und da haben wir uns mit dabei, ja. Genau, da ist die Stadt Korbach sehr stark involviert. Und ja, wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir wollen gerne probieren, erst wenn wir diesen Weg und alles wissen, dann auch erst aktiv werden, weil es bringt jetzt nichts, Geld in die Hand zu nehmen an einer Stelle, wo es hinterher vielleicht sich ergibt, dass es da leider dann doch nicht ist. Das kann man natürlich auch sagen, wie in Giebrichhausen ist auch ein bisschen Eigeninitiative eines Einzelnen, eines Bauern. Green Trail hast du angesprochen, die Blaupause ist der Eisenberg, Goldhausen hier in Korbach. Und die Genehmigung wurde vor ein paar Wochen erteilt. Die naturschutzrechtliche Genehmigung, läuft ja nichts in Deutschland ohne Genehmigung. Und da setzt man natürlich auch sehr nicht nur auf den Radtourismus, sondern auch auf den Mehrwert für Einheimische. Ne? Richtig. Es ist immer eine, ich sage mal so, zweiseitige Sache. Das eine ist für die Einwohner, weil wir sind ja praktisch hier in einem der schönsten Urlaubsorte der Region. Wir haben den Edersee, den Diemelsee, den Twistesee, wir haben den Radweg, wir haben viele schöne Dinge.
Und das vergessen manchmal die Einheimischen. Ja, wir haben aus Oberedertal, das ganz schön ist. Ne? Absolut. Aber ich sag, welche Möglichkeiten wir hier alle haben, das sieht man meistens erst, wenn man mal Touristen oder Gäste hier hat, die dann durchs Waldecker Land fahren und sagen, Mensch, habt ihr es hier schön. Genau wie heute unser Stadtpark, in dem wir uns heute hier befinden. Es ist schönes Wetter, es ist ein Stadtpark, viele Kinder spielen, Live-Musik. So stelle ich mir einen schönen Tag vor, auch im Urlaub. So ein bisschen mediterranes Flair, wenn dann noch so ein bisschen Bewuchs hochkommt und so, durchaus, ja. Also eine gelungene Mischung aus alten Bäumen und neuen und Palmen, also ja, kann man so sagen. 50 Jahre ist kein Alter für eine politische Vereinigung, ne? Wie wird es weitergehen? Ja, wo wir es eben schon angesprochen haben, wir haben viele junge Leute, die Politik machen wollen, viele Leute, die aktiv sind. Und dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass auch neue Ideen kommen. Und zwar aus der Mischung ein paar Ideen für Ältere, ein paar Ideen für Radfahrer, ein paar Ideen für junge Leute, damit die Mischung eben einfach vorangeht. Ja. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Hessen. Ja. Wieder den Sprung in den Landtag versuchen? Also die Freien Wähler. Ich denke, dass die Freien Wähler den Versuch starten werden. Ob wir, im Augenblick haben wir noch keinen Kandidaten für die Region. Deswegen, wenn sich da jemand aufstellen möchte, es kann ja auch jemand sein, der noch erst dazukommt. Ja. Aber da muss man dann einfach ein bisschen abwarten und schauen. Aber wichtig ist, dass man überhaupt Kandidaten aufstellt, damit man eine Wahl hat. Ne? Wenn der Bürger keine Wahl hat. Wer keine Wahl hat, hat praktisch die Wahl schon verloren, das ist richtig. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir sind eher kommunal. Wir sind hier für die Region, für die Ortsteile, für die Stadt. Und deswegen gibt es viele von uns, die sich darüber keine Gedanken machen. Aber du hast ja gleich noch den Kai, der ist zum Beispiel Kreistagsabgeordneter. Und der wird ja auf dieser Ebene noch deutlich mehr sagen können. Ja, aber du als Vorsitzender der Freien Wähler Korbach bist ja auch davon betroffen, die fortschreitende Kommunalisierung. Das heißt, von oben kommt immer mehr runter auf die Kommunen. Und da kann man ja nur gegensteuern, wenn man in der Legislative ist, sprich im Landtag oder im Bundestag. Oder? Das ist richtig, genau. Deswegen geben wir auch unser Bestes und versuchen alles, was möglich ist. Aber es ist halt eben auch ein schwieriges Brett. Ja. Und man muss eben Personal gucken, was kann man überhaupt leisten, ja. Wer hat auch Interesse. Ja. Weil es gibt nichts Schlimmeres wie Politik ohne Herzblut. Und die meisten haben wirklich viel Herzblut für die Region, für die Stadt. Und deswegen sind wir da auch so erfolgreich. Ja, natürlich muss, und du sagst ja auch bei Kandidaten immer wichtig, das sind keine Berufspolitiker, keine Rechtsanwälte oder so, die weich fallen, wenn sie nach 6 Jahren nicht mehr gewählt werden. Du bist selbstständig, andere haben einen Beruf. Und wenn er 6 Jahren nicht wiedergewählt wird, der hat ein Problem. Der kriegt ein paar Euro Übergangsgebühren und dann steht er halt da. Das hält sicherlich etliche Leute davon ab, es überhaupt zu versuchen. Auch da hast du vollkommen recht. Natürlich weiß jeder, der sich in diese Situation reinbegibt. Es hat Vorteile, es hat schöne Seiten, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, es gibt keinen, der das machen möchte. Aber man muss eben immer da gucken und dann klappt das. Also Marc Weinmeister hat mal gesagt, der Regierungspräsident, unser Neuer, anlässlich der Gemeindefusion Bromskirchen-Eilendorf, und deswegen will ich das gerne als Schlusswort sagen, ehrenamtliche Politik in der Kommune, aber auch hauptamtliche Bürgermeister, ein Teil des Gehaltes ist Schmerzensgeld. Das trifft's wohl. Ja, ein schönes Schlusswort, da danke ich dir. Ich freue mich unheimlich, dass du heute uns hier begleitet hast, auch eben ein bisschen, ich sag mal, unsere Reden aufgezeichnet hast. Dafür herzlichen Dank, auch dass du immer so gut und nett über uns berichtest. Und damit über die CDU und SPD und FDP genau. auch. Genau, aber dafür, dass du praktisch den Bürgern einen Einblick gibst, die heute leider nicht hier in Korbach sein konnten und dafür das digital nachgucken können, das freut uns und herzlichen Dank. Gerne. Kai Schumacher, mein junger Jedi, wie ich das immer so liebevoll nenne. 50 Jahre. Freie Wählergemeinschaft, später dann Freie Wähler. Ich habe den Thomas Kuhnen ja gefragt, es ist ja einiges passiert in den seit 1972. Du hast vieles auch in deiner Rede angesprochen, eins natürlich nicht. Die Gebietsreform, die ja erst die Freien Wähler so richtig zum Leben erweckt hat, weil auf einmal
nicht mehr die Ortspolitik im Vordergrund stand. Bei den ehrenamtlichen Gemeindevorständen damals und in den kleinen Orten oft ehrenamtliche Bürgermeister, in den größeren schlecht bezahlte Hauptamtliche, wenn überhaupt. Und man ganz schnell gemerkt hat, je weiter man von der Residenz weg ist, desto schwieriger wird es ans Geld zu kommen, weil erstmal alles ins Zentrum geht. Daraus sind die Freien Wähler ja dann doch gut gewachsen, aber sie sind nach wie vor eine Wählervereinigung, keine richtige Partei. Ne? Jein. Also ich finde diese Basis der Freien Wählergemeinschaft in den einzelnen Ortschaften, in den Ortsteilen, in den Kommunen für als sehr wichtig an, als Grundlage. Darüber hinaus hat sich schon die Freie Wählerschaft entwickelt auf Landesebene, Bundesebene. Nur ich möchte im Prinzip, trotzdem ich die Freien Wähler auf Land und auf Bund achte, möchte ich nicht den Kontakt oder dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich bin kein Politiker, ich bin sachkundiger Einwohner. Und ich bin hier für Korbach da oder ich bin auch im Kreis tätig als Kreistagsabgeordneter. Und ich versuche für meine Heimat das möglichst Beste zu machen. Und wenn das denn dann darüber hinausgeht, dann gibt es Zwänge, dann gibt es Aufgaben, die erfüllt werden müssen, wo ich sage, hallo, ich bleibe hier. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bleibe hier an der Basis. Ist der Erfolg auf kommunaler Ebene in Hessen, auch hier bei uns im Landkreis, diese Bodenständigkeit der Freien Wähler? Wir haben das andere Beispiel, wo die Freien Wähler in einer CSU-geführten Regierung sind und nicht immer das bringen, was man von Freien Wählern erwartet. Auch in den Äußerungen her dann doch manchmal denkt, Junge, Blau-Gelb wäre oder Blau-Weiß eigentlich die richtige Partei. Also ich denke, man kann das nicht transportieren, weil die Freien Wähler halt von der Basis her individuell sind. Und das ist halt der Spagat, den die Freien Wähler leisten oder leisten müssen. Weiß ich nicht, ob sie das auch können. In jedem Fall, wir hier können es. Ich selber bin Mitglied bei der Freien Wähler Land, aber ich kümmere mich hier um die Gegebenheiten in Korbach und im Kreis. Und das tue ich mit ganzem Herzen und das mache ich, glaube ich, auch ganz gut. Jetzt, wenn ich unsere beiden ehemaligen Kreisstädte sehe, eine ist ja Kreisstadt geblieben, die andere nicht mehr. Und wer diese Städte so vor 40 Jahren gesehen hat, so alt bin ich schon, oder vor 30 Jahren gesehen hat, und die Entwicklung, die sie heute genommen haben, dann muss man sagen, die haben sich beide, also Korbach, sowohl Korbach als auch Frankenberg, doch sehr positiv entwickelt. Das sind heute durchaus vorzeigbare, schöne Mittelzentren mit guten, restaurierten Altstädten, mit Kultur, mit Kneipenszenen, das ist mit auch wichtig. Industrie, also Arbeitsplätzen. Ja, also auch als wirtschaftlicher Standort. Korbach hier mit diesem wunderschönen Stadtpark hier am Fund, mit dem man wuchern kann. Der Heisenberg, den Green Trail. Also, und Wirtschaftsstandort mit Conti, Faut Sage, Horizont, Wacker Weidemann, also durchaus. Nach dem Werbeblock kommen wir wieder zum Thema. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass also nicht nur heimatlich und kulturell und regional sich das entwickelt hat, sondern auch als Wirtschaftsstandort. Ein Teil dieser Entwicklung ist den Freien Wählern zu verdanken. Ja, wir haben versucht, immer eine Bodenvorratspolitik zu machen, die es ermöglicht, dann, wenn Industrie, Gewerbe sich in irgendeiner Form ansiedeln möchte, dass auch die Flächen dafür da sind, dass einfach die Möglichkeit besteht, das zu machen. Und das war über viele Jahre halt schon eine Grunderkenntnis, die wir getroffen haben und wir eben auch das voller Vehemenz umsetzen und auch durchsetzen. Du hast eben angesprochen, ganz kurz, ich habe es auch mit Thomas Kuhnen gefragt, wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen. Du bist der Landesorganisation der Freien Wähler. Ein großes Thema die letzten 15 Jahre ist die sogenannte Kommunalisierung, die zunimmt. Also vom Bund wird viel ans Land übergeben, das Land drückt es runter in die Kommunen. Mit Bezahlen haben sie es dann nicht so.
wäre es da nicht wichtig, dass man zumindest in der mittleren Legislative-Ebene, sprich dem Landesparlament, vertreten ist, um für die Kommunen und für seine Bürger das Optimum rauszuholen? Ja, also das versuchen wir ja auch. Ne? Also wir haben scheinbar auch, wenn man die aktuellen Umfragen sich anschaut, sind wir ungefähr bei 3,5%. Das könnte also sogar reichen, um einzuziehen und genau diese Interessen durchzusetzen. Nämlich einfach auch gewisse Prinzipien, die gesetzlich vorgeschrieben sind, nämlich das sogenannte Konnexitätsprinzip, derjenige, der die Musik bestellt, wenn ich den Marc Freier frage, ob er hier spielt, dann muss ich ihm auch bezahlen. Ja. Ich kann mir das nicht oktroyieren lassen und das ist genau der große Fehler im Bereich Kindergärten, Sozialarbeit, Schulen. Hier werden immer Dinge gefordert, die nicht bezahlt werden und das erachte ich als sehr schwierig und da wäre es natürlich sehr schön, wenn sich Leute im Landtag und auch im Bundestag genau mit dieser gesetzlichen Aufgabe, nämlich die Erfüllung des Konnexitätsprinzips, mal beschäftigen würden. Würde ja dem Prinzip der freien Wähler ja voll zu Pass kommen, ja. Sich als bürgernahe politische Vereinigung, die vor Ort wirklich sich um die Bürger kümmert. Wir versuchen es hier mit Resolutionen und versuchen dann an das Land heranzutreten und sie zum Bewegen zu motivieren, ist aber sehr schwierig. Ja, nun sind Resolutionen, egal ob sie in der Stadtverordnetenversammlung Korbach oder im Kreistag oder im Landtag oder im Bundestag passieren oder in der UN, meiner Ansicht nach immer so schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das ist das Problem an Resolutionen, ja. Ja, sie sind also, meistens erreichen sie nicht viel. Sind weder binden noch sonst was. Man hat seine Meinung mal kundgetan. Es ist ein bisschen so das Motto, der steten Tropfen hüllt den Stein. Das ist so manchmal vielleicht die Intention, die dahinter steht. Ich habe den Thomas Kuhnen als Vorsitzenden hier des Stadtverbandes gefragt. Ich frage aber auch den Fraktionsvorsitzenden, auch im Kreistag der Freien Wähler. Viele Bundesländer haben das Wahlalter zumindest bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 herabgesetzt und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die schwarz-grüne Landesregierung, die ziert sich da und zickt ein bisschen rum. Ja. Wie stehen die Freien Wähler dazu? Ich kann nicht für die Freien Wähler insgesamt arbeiten, aber ich sage dir ganz klar, ja, ich finde, dass die neue Generation der 16-Jährigen durchaus reif ist, intelligent ist und vielleicht könnten wir damit auch sehr, sehr viel Innovatives erreichen, wenn man sie wirklich mit 16 wählen lassen würde. Gehen wir noch mal kurz auf Kreisebene. Wir hatten vorher einen Landrat, der war für die Außenwirkung zuständig und einen ersten Kreisbeigeordneten, der war fürs Arbeiten zuständig. Den ersten Kreisbeigeordneten haben wir immer noch, zumindest dieses Jahr. Nächstes Jahr ist, glaube ich, da auch die Wahl fällig. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Landrat, den die Freien Wähler gerne wollten. Befürchtung von vielen war, um Gottes Willen, ein Bürokrat. Jetzt haben wir zwei Bürokraten an der Spitze. Der Eindruck, den Jürgen van der Horst am Anfang hinterlassen hat, war in der Tat so. Ja. Aber inzwischen wird er locker, ist auf vielen Terminen reist. Und inzwischen war er auch schon auf Terminen im Südkreis. Das war ja auch so ein Problem. Ja, das musste er auch, weil da möchte er ja wohl auch irgendwann mal wieder gewählt werden. Und er ist durchaus Landrat für den ganzen Kreis. Es beschränkt sich nicht auf den Nord- oder nicht auf den Südkreis. Egal, ob der nun aus Bad Arolsen oder Volkmarsen kommt, dass der auch der Landrat selbstverständlich für Hatzfeld und Burgwald ist. Jawohl. Das erwartet auch der Bürger. Ja. Er hat sich ja einiges vorgenommen. Das heißt, die Straffung der Verwaltung, die hat zum Teil schon umgesetzt. Noch nicht ganz. Es ist noch einiges zu tun. Olaf, wir als Freiwähler, gerade im Kreis, haben gesehen, dass sich personelle Notsituationen auftun. Und das ist durchaus der Fall. Und es bedarf einer konsequenten Personalstruktur, einer konsequenten Personalplanung. Und das traue ich dem Jürgen van der Horst zu, dass er das kann, dass er das leistet.
Das Potenzial im Hause hat er. Nur man muss es auch fördern, man muss es strukturieren. Und das war ein bisschen auch das Problem, was der Vorgänger leider hatte. Ich achte ihn sehr, aber leider hat er das. Ein großes Problem ist nicht nur in der Industrie, ist auch insbesondere in der Verwaltung. Ja. Es fehlen einfach am Personal die Aufgaben. Dann sind wir wieder bei der Kommunalisierung. Die Aufgaben werden immer mehr. Nicht nur der Bund, auch der RP über Brüssel drückt vieles rein und verlangt vieles. Und die Leute wachsen nun nicht auf Bäumen. Also da kann man strukturieren, wie man will. Und der Tag hat 24 Stunden. Findest du in allen wirtschaftlichen, gewerblichen Bereichen, ob das Hotellerie, Gastronomie ist, ob das in dem Sanitär, in dem Heizungsbereich oder sonst wo ist. Es tun sich überall mächtige Lücken auf. Und das wird ein Problem werden, was zu leisten ist. Das wird nicht ganz einfach werden. Nicht nur in den Verwaltungen. Ja, das ist halt so und man spricht ja inzwischen schon von der Abiturientenrepublik. Jeder möchte studieren, aber eine Ausbildung wollen die wenigsten. Keiner will mehr Steine schleppen oder Arbeit machen. Ja, oder einfach als Verwaltungsangestellter eine ganz klassische Ausbildung durchlaufen. Ja. Ne? Das sind da so Dinge, das trifft die Kreisstadt Korbach. Ich habe den nächsten Termin mit Klaus Friedrich, Besichtigung des neuen Rathauses. Der hat nun die Räumlichkeiten und die Infrastruktur, aber er hat nicht das Personal, das er dringend bräuchte. Das betrifft den Kreis. Das ist halt so. Das betrifft alle Verwaltungsebenen und ich befürchte, das wird auch noch schlimmer. Jetzt hatte ich am Anfang so salopp gesagt, junger Jedi, das ist so eine interne Ansprache. zwischen uns beiden, ja, das stimmt. Ja. Aber 50 Jahre, gut, die nächsten 50 Jahre werden wir beide, glaube ich, nicht mehr hier stehen. Schade eigentlich. Oder im Hacken-Porsche vielleicht. Wie geht es weiter in Korbach? Wie geht es weiter im Kreis mit den Freien Wählern? Also ich denke, dass die Ziele bei beiden relativ ähnlich sind. Wir müssen aufpassen, weil Corona hinterlässt Spuren. Die Ukraine wird massive Spuren hinterlassen. Wir müssen darauf achten, dass wir hier eine weiter verantwortungsbewusste Haushaltspolitik betreiben, dass wir versuchen, das Geld der Menschen, die es bezahlen, das sind nämlich die Bürger hier in Korbach und im Kreis, nicht mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißen. Und ich stehe da immer gerne auch mal bei aller Liebe zur Entwicklung, zur Innovation, attraktiven Ansiedlungen und auch Neuschaffungen. Aber wir müssen auch mal ein Stück weit vielleicht auf die Bremse treten, Demut üben, ein bisschen ruhiger werden und mal sehen, dass wir auch in den nächsten 3-4 Jahren zumindest klarkommen. Wir können nicht alles stoppen, das wäre das falsche Signal auch. Aber man muss halt gucken, man muss vielleicht auch das ein oder andere Wünschenswerte vielleicht mal zurückstellen. Ja, jetzt hat nicht nur die Kommunen, die sind ja schon seit Jahren spitz auf Knopf genäht, aber auch der Bürger hat immer weniger Geld in der Tasche. Man kann nicht Gebühren und Abgaben und Steuern permanent erhöhen. Ja. Das machen wir in Korbach aber auch nicht permanent. Nein, ich sag, wir haben es jetzt mal gemacht nach vielen, vielen Jahren. Ja, weil wir natürlich auch ein Stück weit gesetzlich verpflichtet sind. Ja, das ist, da gibt es eben Dinge, der größte Brocken in einer Kommune ist ja nicht, wie in Korbach, nicht der Personalbrocken, sondern der Sozialbrocken, den man ausgeben muss. Weil und auf Kreisseite ebenso. Ebenso, weil man SGB II an der Hacken hat, weil man die Flüchtlinge an den Hacken hat, weil man die Grund... Und weil auch dem Konnexitätsprinzip nicht gefolgt wird, Kindergartenplätze für unter Dreijährige, für unter Einjährige verpflichtend vorzuhalten, ohne den finanziellen Ausgleich zu bekommen, gerade im Bereich der Erzieherin. Ja. Ist halt eine anstrengende Forderung. Ja. Ne? Infrastruktur, Frankreich hat dasselbe wie Korbach, ein Krankenhaus. Jawohl, und jawohl. Da können also irgendwelche schlauen Leute mit der Spitzenfeder rechnen und sagen, ihr braucht kein Krankenhaus. Das ist vollkommener Unsinn. Die im Hessens größten Flächenkreis. Ja. Und wir haben gerade bei Corona gemerkt, wie wichtig die kommunalen Häuser sind. Ja. Die haben eine enorme Last getragen in dieser Pandemie. Ja. Ja gut, da kommen jetzt im Frankenau das Gesundheitshaus oder so. Auch keine neue Erfindung. Nein, die ersetzen auch nur die fehlenden Hausärzte. Ja. Das ist ja nichts Neues oder nichts Zusätzliches. Eigentlich mehr die
die Fachärzte, die dann vielleicht mal zwei Stunden kommen, die Hebamme, die belegt, der Zahnarzt, der belegt. Ja, es minimiert auch die Kostenstruktur einer Praxis, indem eben solche Verwaltungsvorgänge vorgegeben werden oder unterstützt werden. Aber es ersetzt nicht die fehlenden Hausärzte. Das muss man auch sagen. Es ist kein zusätzliches Angebot. Gesundheitspersonal aufs Land zu bekommen. Ist schwierig. Ist schwierig. Auch die Krankenhäuser und die Altenpflegeheime ächzen unter der Personalnot. In der Tat. Und auch die Sicherheit eines kommunalen Krankenhauses, also quasi im öffentlichen Dienst zu sein, verschafft nicht mehr Pflegepersonal oder Ärzte. Ja. Das ist leider so. Ja, das ist leider so. Ja. Aber sagen wir mal so, in 5 Jahren Landtagsabgeordneter oder immer noch Fraktionsvorsitzender? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin mittlerweile zu alt geworden, bin 58 Jahre, wie du weißt. Ich mache den Job schon lange. Sage ich dir aber nicht, wie alt ich bin. Nee, das will ich auch gar nicht wissen. Ich bin 69, nur damit du mal weißt, wie leistungsfähig man noch sein kann. Aber du willst sicherlich auch kein Landtagsabgeordneter mehr werden. Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe noch einen eigenen Betrieb, der sehr zeitintensiv ist. Und ich habe meine FWG hier in Korbach. Ich bin Kreis-FWG. Und ich freue mich eigentlich darauf, das hier noch ein Weilchen zu machen. Ich glaube, für die höheren Aufgaben lasse ich dann mal meine jüngeren Kollegen zum Zuge kommen. Ich habe den Thomas Kuhnen gefragt. Der ist jünger. Ist aber auch selbstständig und es ist natürlich immer ein Abenteuer, 6 Jahre weg zu sein und dann wird man nicht wiedergewählt. Ja. Die Frage geht dahin, die Bürger haben immer dann eine Wahl, wenn viele Kandidaten da sind. So, und wenn ich von den etablierten Parteien plus diesen Blau-Weißen nur die Auswahl habe und vielleicht doch der Freie Wähler, der jetzt bei 3,5 oder 3,2% in den Umfragen liegt. Die Chance wäre groß, gerade jetzt, wo diese etablierten Platzhirsche nicht da sind, von CDU, SPD, gerade hier bei uns im Nordkreis. Wenn du einen bekannten Kandidaten stellen könntest von Seiten der Freien Wähler hier, hätte der meines Erachtens sogar eine richtig gute Chance, in den Landtag einzuziehen. Ja. Also, oder du hast vollkommen recht. Muss ja, nun ja kein Entschuldigung, Kandidat selbstverständlich. Sein, ne? Nein. Du hast vollkommen recht. Ja. Denke schon, dass das im Landtag eine Bereicherung wäre. Ja. Und dann kommen wir ja wieder zum Konnektivitätsprinzip zu sagen: Moment. Ja. Also, wenn ihr das von den Kommunen wollt, dann bezahlt das gefälligst anständig. Korrekt. Ja, mein lieber Kai, schönes Fest. Es verläuft sich so langsam, aber das war zu erwarten. Es war auch sehr schön. War auch so geplant. Ja. Und dann sehen wir uns in 50 Jahren wieder. Du, wir feiern unser 60 zwischendurch, auch weil uns das gefällt hier in dem neuen Park, in dieser Location. Und ich glaube, wir sehen uns früher. Das schaffst du auch noch. Also, der junge Jedi, der lädt dich wieder ein. Ja, also ich kann dir, damit das auch authentisch bleibt, verraten. Ich war am Montag zum jährlichen oder zweijährlichen Gesundheitscheck und bist fit? Selbst die Raucherlunge hat keine Geräusche gemacht den Tag. Bis auf das Kreuz und die Hüfte, aber das kommt, wenn man ganz nah mit der Kamera da rumsteht. Ja. Ich meine, heute habe ich es gut, heute ist nur Stativ. Ja. Aber ansonsten schleppe ich sie auf. Wir bleiben auch ruhig stehen. Ja, das Bier bleibt auch stehen und wird warm. Ja, ich gebe jetzt ein Sohl. Und deswegen wollen wir die Sache jetzt beenden. Kai, herzlichen Glückwunsch, 50 Jahre Freie Wähler Korbach. Schönes Fest und auf die nächsten 50 Jahre. Lieber Olaf, vielen, vielen Dank und lieben Gruß vom jungen Jedi. Danke dir.